Jeld, ein 11-jähriger Friesenhengst, der Angst vor anderen Pferden hat, die ihm entgegenkommen. Ariane Telgen wird um Rat gebeten. Mein Name ist Ariane Telgen. Ich arbeite seit über 20 Jahren mit Problempferden jeglicher Art. Und ein weiterer Schwerpunkt von mir ist das Training für Reiter und Pferd. Hier unterstütze ich turnierambitionierte Reiter bis zur schweren Klasse, aber auch den Freizeitbereich in der Gesunderhaltung und Gelassenheit. Durch meine langjährige Erfahrung als anerkannte Pferdephysiotherapeutin und Osteopathin bin ich in der optimalen Lage, Probleme auf verschiedenen Ebenen zu erkennen und zu lösen. Um dieses auch über weite Entfernungen möglich zu machen, biete ich die Online-Beratung oder auch die Online-Betreuung an. Dies ist eine erfolgreiche Alternative zu einer persönlichen Vorstellung hier auf dem Hof oder auch zur stationären Aufnahme Ihres Pferdes. Wir haben gerade erstmal eine Pfütze geschissen. Vielen Dank für diese Information. Ja, unser neuer Gast ist eingetroffen. Geld, wird es ausgesprochen oder anders? Ja, wie man gleich sieht, wenn er mit dem Kopf hochkommt, ist ein Friese, ganz besonders ein Friesenhengst. Und mich würde jetzt mal interessieren, wo ist die Problematik? So ein bisschen habe ich ja schon aus dem Kontaktformular gelesen, dass es Angst vor anderen Pferden ist. Ja. Und da würde ich jetzt einfach mal nachhaken wollen, ist das Angst vor den Pferden oder ist das Angst vor Pferde mit Reiter drauf? Das ist eine gute Frage. Kann ich so nicht genau beantworten, weil er steht im Pensionsstall und da ist also für einen Hengst sowieso Einzel-Paddock oder Wiesenhaltung. Ja. Das heißt, ob er auch Angst hat vor Pferden, die ihm jetzt alleine entgegenkommen, bin ich ehrlich gesagt, weiß ich nicht. Aber wenn ich ihn an der Longe habe und es kommt auch dann ein Reiter entgegen, dann hat er auch Angst. Also es liegt jetzt nicht nur daran, dass er mit mir drauf Angst hat, sondern auch alleine. Ja, okay. Mich würde noch interessieren, er lässt sich sehr schlecht aussitzen. Ja. Jetzt ist er natürlich kurz gefesselt, aber da würde ich auch noch mal Ihren fachlichen Rat in Anspruch nehmen, ob es da etwas gibt, was man vielleicht noch verbessern könnte. Fragen dieses in der Bahn reiten, wenn Sie in einem Pensionsstall sind, müssen Sie jetzt immer warten, bis alle weg sind aus der Halle oder reiten Sie denn trotzdem, bis es jetzt? Alle anderen sind schon so, dass sie eigentlich nicht mit mir reiten möchten. Okay. Weil es sind auch ängstliche Reiter, die weichen mir dann eigentlich schon immer aus. Okay. Also, und das hilft meiner Situation nicht. Also wenn uns jemand im Schritt entgegenkommt, dann ist es nur, man merkt, das Pferd spannt. Das ist aber noch alles okay. Wenn das Pferd steht, ist es überhaupt kein Problem, kann ich eigentlich auch dran vorbeitraben. Okay. Aber sobald es anfängt, mit dem Schweif zu schlagen, oder es macht so eine Beißbewegung zur Seite. Okay. Dann spannt er sich. Ich drücke ihn da durch, in Anführungsstrichen reiterlich. Aber dann gibt er Hackengas und will eigentlich der Situation entfliehen. Okay. Also er war schon immer vorsichtig. Das habe ich ja schon gemerkt. Auch beim Verladen, haben wir ja schon auch geschrieben. Es hat länger gedauert, bis wir diese Enge überwinden konnten. Er war schon immer vorsichtig. Und ein Erlebnis hatten wir. Und je mehr Spannung, die Pferde aufweisen, da ist er total empfindlich. Gut, das sind natürlich bei Trab und Galopp, haben die ja schon von sich aus einfach eine andere Spannungsarbeit, als wenn die entspannt im Schritt laufen. Ja, aber es gibt ja auch Reiter, die dann doch schon mal gewissen Druck ausüben, wo die Pferde so peitschen mit dem Schweif. Oh ja. Das ist No-Go. Brauche ich gar nicht reiten. Also ist es besser, ich mache nichts, weil es nur schlechter wird. Nicht besser. Mit einem Check geht es auch um Sattelanpassungen und sowas? Oder ist das? Sie können da gerne einen Blick mit drauf werfen, weil eine Friese hat eine schwierige Sattellage, eine breite Schulter, ist immer schwierig. Ja. Das ist bei unseren auch. Also die machen nicht ihren Kopf runter und nehmen das, aber Happy zum Beispiel, wir nehmen wirklich die Trense vom Haken und im Runternehmen greift er schon danach, aber manchmal erwischt er halt auf den Nasenriemen. Ja, das macht er auch. Das ist auch. Das ist so. Ich glaube, er möchte sich gern wälzen. Nicht hinlegen. Das könnte auch passieren. Du.
immer weiter nach außen. Ist ja auch zu verlocken, ne? Ja. Vor allem nach der Fahrt, wenn der Pelz juckt, ne? Ja. Mit wie vielen Reitern sind Sie dann in der Bahn? Also jetzt, wenn Sie jetzt in dieser Gruppe mittrainieren würden? 12, 16, 20. Aber selbst wenn das nicht mehr klappt, aber es wäre ja schön, wenn man in einer 20-40-Halle mit 4 Reitern relativ entspannt reiten könnte. Ja. Das wäre schon schön, ne? Ja. Nee? Da. Ja, genau, ne? Nach so einer Fahrt. Dass man ihn schwer aussitzen kann, kann ich mir vorstellen, jetzt, wenn ich das so sehe. Ja. Weil man sieht ja wirklich, dass so die Brustwirbelsäule eigentlich ganz festgehalten ist. Mhm. Es wackelt alles. Ja. Nur der Part nicht. Nee. Ich meine, es ist ja sowieso immer schwierig. Es ist ja nun eine Pferderasse mit einem hoch angesetzten Hals einfach, ne? Und er ist jetzt 11, ne? Ja. Und Sie haben ihn 4-jährig. Ja. Vor 4 Jahren oder 4-jährig gekriegt? 4-jährig. 4-jährig. Aber ich habe das langsam angehen lassen. Das heißt, das erste Jahr, da bin ich vielleicht 2-mal die Woche drauf und sonst hat er Freizeit gehabt. Weil das ist ein großer Friese. Ja. Haben Sie schon ausprobiert, ihn in der Halle, wenn andere Reiter da sind, ihn an reitenden Pferden vorbeizuführen oder nur zu reiten? Nur zu reiten, weil da versucht er sich dann immer gerne der Situation zu entziehen, indem er nämlich diesen Quatsch macht, wie in die Zügel beißen. Ach so. Oder anders gefragt, ist er sonst mit der Hinterhand im Trab aktiver und fußt mehr unter oder mehr über? Nein. Das ist ein großes Problem. Das ist unterm Reiter besser. Okay. Und deshalb habe ich gesagt, ich habe auch eine richtig lange Longierpeitsche. Ja. Ich muss immer die Hinterhand aktivieren. Okay. Ja gut, aber man merkt ganz deutlich, dass Sie ein eingespieltes Team sind. Ja, das freut mich ja schon mal. Das freut mich ja schon mal ein bisschen. Tierab. Ja, tob dich mal aus, ne? Bis zur nächsten Pfütze. Genau. Ich weiß noch, wie Falco die ersten Male durch die Pfützen gegangen ist. Ja. Also das ist eigentlich kein fauler Friese. Ja, wenn ich linke Hand reite, habe ich halt rechts die außen die Bande. Hm. Dann ist es für mich einfacher, weil da ist es ja mit der Begrenzung schon einfacher. Und der will ja eigentlich weg. Da ist die Bande, dann kann er nicht weg. Ja. Wenn ich jetzt rechte Hand reite und mir kommt jemand entgegen, ist es für mich natürlich sehr viel schwieriger. Lass es. Weil er ja nach innen wegspringen kann. Mir kam nur gerade der Gedanke, weil er ja jetzt auf der anderen Hand fast abgeschaltet lief. Ja. Und jetzt das linke Auge außen ist. Er ist Augen untersucht, habe ich machen lassen. Ah, ja. Vom Augenarzt. Extra Pferde. Ja. Augenarzt. Das war auch meine erste Idee. Komm. Weiter. Komm. Nee, für mich würde es aber auch reichen. Okay. Brrr. Alles gut. Ein richtig schönes Pferd, ganz gelassen und entspannt. Ich konnte mir jetzt ein kleines Bild machen. Nicht, ob er hier jetzt ausflippt wegen den anderen Pferden. Da habe ich schon der Besitzerin vertraut, dass das so ist. Das sagt man ja auch nicht einfach so. Ich habe jetzt gerade Unterschiede festgestellt zwischen linker Hand und rechter Hand. Habe auch gerade schon so ein bisschen die Bestätigung gekriegt. Ist sehr leckerli fixiert, glaube ich. Das macht es mir einfacher. Und ja, ich habe schon so einen kleinen Plan im Kopf. Ich sage ihn, glaube ich, nicht, weil morgen früh kann er wieder anders aussehen. Mal schauen. Jetzt erstmal wäre es eine große Überraschung für mich, dass man ihn wirklich neben eine Stute stellen kann. Also das kann ich mir gar nicht vorstellen. Aber bis jetzt war es wirklich gar kein Problem. Und der kriegt Haferheu und Mineralfutter. Ah ja. Und das habe ich jetzt aber für die 3 Tage nicht extra mitgebracht. Nein, weil das muss... Ja, ich bin auch eine mit Leckerlis in der Tasche, genau. Hast du schon mitgekriegt, ne? Wir haben auch apportieren geübt, das macht er eigentlich gut. Okay. Nur er apportiert dann ständig alles und das war dann...
das war da ein bisschen anstrengend. Also ich habe das jetzt jahrelang nicht geübt, ja, weil es einfach... Alles. Er zieht dann nicht die gerade Grenze. Also es ist sehr schwer, dann die Grenze zu ziehen. Ja. Ne? Wie, dann hat er mir ständig, ich habe Appleboy eine Forke oder eine Hake auf der Wiese liegen zum Abäppeln. Ja. Zack, dann ist der Appleboy weg. Dann läuft er mit dem Appleboy im Maul über die Wiese und ich jage da hinterher. Ne? Also es ist bestimmt ein schönes Bild. Ja, genau. Genau. Er stand jetzt bei uns noch mit Decke, weil wir eine Paddock-Box wahrscheinlich auch machen. Ja, Paddocks-Box haben, also wo er raus und rein kann. Ja. Und die Nächte waren bei uns mit 2-3 Grad, das war noch so kalt. Also ich habe die auch, wenn es, das ist jetzt so stürmt und regnet. Ich habe sogar gerne die Pferde nachts gar nicht drin und habe die gerne sogar komplett draußen. Ich hol die mal. Nur die haben halt hier draußen keinen Unterstand und dann finde ich es immer... Genau. Also und so ist es bei uns auch. Ja. Unsere haben auch, wenn die da 6 oder 7 Stunden draußen stehen, haben auch keinen Unterstand. Ja. Und dann stelle ich den bei den Temperaturen noch mit Decke, also eine ganz leichte. Ohne Decke, der habe ich jetzt eine drauf gemacht, weil das so ein kleines Schlotterpersönchen ist. Ja. Würde ich gut finden, wenn er eine Decke drauf hat. Ist nur eine Regendecke, die gefütterte. Draußen. Ja, die gefütterte habe ich schon nicht mehr drauf, sondern nur eine Regendecke, aber das ist. Ja. Damit Ariane herausfinden kann, wie man Geld eventuell seine Angst vor entgegenkommenden Pferden abtrainieren kann, muss sie erstmal eine Situation schaffen, in der er sein Verhalten zeigen kann. Dafür muss jetzt die Co-Trainerin ran. Toll, super. Klasse, klasse. Super, super, super. So, dann brauche ich einmal eben, würde ich sagen, du reitest erst im Schritt. Ne, kannst du mir einmal die Longe geben? Ja. Hallo. Hallo. Warte, ich musste mal eben den Sperrriemen abmachen. Der ist ja nur am Schubbern und am Schlagen. Und warte doch mal. Hallo. Ne, das hat der eben nicht gemacht. Das macht er nur mit Trense. Komm mal her, komm mal her, komm mal her, komm mal her, komm her. Prima. Super. Vicky? Hast du Leckerlis in der Tasche? Du brauchst aber nicht viele. Brauchst ganz viele Leckerlis. Im Therapiepferdestall sind noch welche. Also, es wäre schön, wenn du ihn im Schritt hier in eine Runde führst und vielleicht es ab und zu schaffst, ihn, wenn er stehen bleibt neben euch oder so, oder du ihn lockst, dass er einfach merkt, dass ein anderes Pferd nicht schlimm ist. Okay? Und wenn er das von der einen Seite macht, wenn du jetzt zum Beispiel mit ihm gehst, dass wir danach dann einmal umdrehen, dass du ihm entgegenkommst quasi. Ne? Und jetzt können wir erstmal rausfinden, ob es das Pferd ist oder ob es dann der Reiter oben drauf ist. Weil wenn er jetzt kein Problem hat, dann ist es der Reiter oben drauf. Ja, fein. Fein, das war ja schon mal super. Klasse gemacht. Auch Campi hat ein bisschen Schiss vor ihm, weil die Pferde merken, dass er Hengst ist. Fein, weiß ich es jetzt. Wollte er schon zu dir kommen? So, gucke mal. Super. Ah ja, da hat er schon ein bisschen mehr Spannung. Ah, er guckt aber schon. Ich bin jetzt auch auf seiner guten Seite. Ja, jetzt kommt mein Auftritt. Nur jetzt muss der Kameramann einmal die Kamera weglegen, ansonsten komme ich da nicht drauf. Kambi, du bist zu groß. Schön. Ah ja, jetzt baut er schon Spannung auf. Fein. Er heißt Geld. Jetzt wollte er ja auch Geld. Jetzt wollte er ja auch schon kommen. Hast du gemerkt? Er kriegt es nur zu spät mit. So, und unser Ziel ist es, dass er keine Angst mehr hat, wenn ihm Reiter. Fein. Guck mal. Oh, genau. Und jetzt reitest du weiter. So, und Schritt. Ja, unser Training mit Geld geht los.
Vicky reitet schon außen in eine Runde. Ich habe ihn vorher so ein bisschen austoben lassen. Das ist Hallo, Geld. Ja. Hier musst du hin. Er hat da wirklich richtig schön gebockt und ist gestiegen und vor. Hopp. Geld. Fein, gucke mal. Guck mal. Wir sind nicht da schon, aber du musst den äußeren Zügel von Campi festhalten, dass er nicht mit dem Kopf hier rüber kann. Super. So, gut. Super. Ja, du machst es auch ganz toll, Campi. Ja. Du kriegst danach auch ganz viele Leckerlis. Das Problem von Geld oder von der Besitzerin ist letztendlich, noch nicht so viel, jetzt macht er das gut, brauchst du im Schritt nicht mehr, ist letztendlich, dass es nicht möglich ist oder ganz schwer nur möglich ist, in der Halle oder auf dem Platz zu reiten. Wenn andere Pferde mit drauf sind, dann konzentriert er sich nicht. Und wenn ihm Pferde entgegenkommen, dann hat er Panik. Und das sind natürlich Dinge, die sind nicht ganz ungefährlich. Oder du trabst einfach die ganze Zeit erstmal, bis ich sage Stopp. Ja. So, und wenn du anhältst und ihm was geben solltest, dann musst du immer schön den äußeren Zügel vom Campi kurz halten, dass die sich nicht beschnuppern können. Okay? Fein. Mach dich drauf gefasst, wenn er sich erschreckt, dass Campi sich auch erschreckt. Super. Ach, toll. Meine ganze Leckerlis. Ach, supi. Klasse. War ja gar kein schlimm. Hä? Ja. Toll. So, ich habe gestern schon beim Vorlongieren gemerkt, dass die rechte Hand was anderes ist. Da war er deutlich spanniger, da war er kuckiger. Er ist auch einfach verspannter gerannt. Kriegen wir jetzt ein anderes Bild. Jetzt kannst du ihm ruhig wieder was geben, ne, wenn er Kontakt sucht. Fein. Ah, guck mal. Zu spät. Musst du schneller reagieren, was so passiert. Mhm. Ah, warte mal eben. Ja, mach du mal ruhig. Komm, das war gestern ja auch das Problem. Warte, so. Gut machst du das. Klasse, ist alles gut. So. Und Tee, rab. So, du kannst ja auch einfach traben und ich versuche ihn hier auch im Trab zu halten. Fein, klasse. So, mach dich nur drauf gefasst, dass dein Campi sich auch erschrecken könnte. Super, ja, machst du das. Klasse. Toll. Klasse. Toll. Prima machst du das. Super. Oh Gott, das ist anstrengend. Klasse. Geld scheint jetzt erstmal gar kein Problem zu haben. Wie so oft, wenn Pferde das erste Mal auf Hof Eicheneck sind. Nein, super. Kannst du mal die Zügel in eine Hand nehmen und zum Beispiel einen Arm ganz in Ruhe mal nach oben nehmen und mal winken oder so? Ja. Gut, also muss nicht schnell sein, ne? So, dass du das im Trab, wenn du so auf ihn zukommst. Geh ab. Fein. Klasse. Super. Oh, das ist ja viel einfacher, dann aufzusitzen. Fein. So, jawohl. Hopp, hopp. Super. Genau, du trabst erstmal und ich gucke mal, ab wann er sich entspannt. Und dann kann er sich von dir wieder ein Leckerli abholen. Super. Ja, es ist sehr aufgerichtet natürlich alles, also friesentypisch. So, und der Hals, der schiebt sich jetzt hier wirklich in die Schulterblätter zurück. Das sieht man richtig. Fein, guck mal, er möchte was von dir. Kannst ja gleich mal anhalten. Ich halte mein Leckerli in der Hand. Ja, genau. Ne, und dann trabst du nochmal. Der hat richtig gerade deine Nähe gesucht. Genau, kommst mal von hinten rangetrabt, trabst ein kleines Stückchen dran vorbei, guckst, was passiert. Fein, na toll. So, da hat er nämlich Angst jetzt. Trab man weiter. Fein. Super.
klasse. Ich lass ihn einen Schritt gehen, dann hast du auch eine Chance. Ja, fein. Du musst dran ihn vorbeischrauben. Ach, macht Campi vielleicht so, nicht. So, ich dachte, ich soll einen Schritt gehen. Ist ein Zaun zwischen, das muss Campi auch wissen, ne? Toll. Prima. Super. Ja. Nimmt er noch nicht wahr, ne? Musst du wahrscheinlich machen, wenn du so ein Stückchen vor ihm bist. So, toll, Vicky. Gut gemacht. Fein. Guck mal. Ja. Ja. Gute Idee. Du trabst von hinten an ihm vorbei, gehst an ihm vorbei, okay, und gibst ihn ein. Ja. Und jetzt trabst du wieder weg. Oh, ein ganz fleißiger Schritt jetzt, Fuß wirklich von alleine ein über. Das ist eine schmale Passage da, das finde ich gut. Jawohl. Ah, er guckt schon, er sucht schon nach Vicky. Jetzt sagt er, ja. So, das war nicht schlimm, genau das ist es. Das machen wir nochmal. Und Tee, fein, toll. Ja, die Longe habe ich letztendlich dran. Ja. Weil der Falco hat sich zum Springpferd entpuppt. Leider war die Kamera nicht dabei. Vicky wollte Regenschirmtraining machen und Falco ist dann wahrhaftig ganz elegant hier über das Raunpennengatter gesprungen. Und seitdem habe ich mir gesagt, habe ich ein Pferd lieber an der Longe. Komm. Ja, komm. So, ich guck mal, dass man an euch vorbeikommt. Guck mal, das findet er komisch. So, was mir jetzt erstmal im Groben auffällt, ist, dass er sehr viel schäumt am Maul. Als ich die Trense drauf gemacht habe, hat er auch wirklich gleich angefangen, seinen Kopf zu reiben. Er soll ein bisschen husten. Bronchoskopie hat keine Allergie und nichts. Und ich vermute jetzt einfach mal, wenn er so schäumt, werde ich auf jeden Fall versuchen, nachher mal ins Maul zu fühlen. Und wenn da zum Beispiel Schleimhautverletzungen vorliegen, dann kann es auch wirklich sein, dass er ganz viel speichelt, einfach wenn er ein Gebiss drin hat, eine Trense drauf hat und er den nicht schnell genug abschlucken kann. Super, das ist jetzt eine gute Passage. Perfekt, kannst auch ruhig mal durchparieren, wenn du willst. Oh. Dann mache ich mal eben einen Wechsel. Toll. Aber dann brauche ich beide Hände zum Angaloppieren auf jeden Fall. Hier musst du hin. Gjeld ist irgendwie an allem interessiert. Von Angst keine Spur. Super gemacht. Ganz ruhig stehen geblieben und Schere. Oh, der glänzt. Klasse. So. So, Vicky galoppiert jetzt außen, wie man sieht. Ja, fein. Es ist jetzt kein Davonstürm, es ist eher so ein bisschen dieses, ey, ich bin der Chef-Typ. Komm, vorwärts. Jawohl, super. Dass sich das Ganze auch ein bisschen aufschaukelt. Das heißt, wenn er jetzt zum Beispiel in manchen Situationen unangemessenes Verhalten gezeigt hat, wenn ein anderes Pferd entgegenkam, dann ist es natürlich so, dass man sich schon anspannt, weil man das weiß. Jetzt sitzt keiner drauf. Er kann letztendlich fast frei laufen und er zeigt kaum irgendeine Schrecksituation. Aber wenn ich mir so das ganze Pferd angucke, na klar, er ist ein Hengst, er hat einen dicken, fetten Kragen, aber im Verhältnis zu seinem Kragen, er sieht jetzt nicht verhungert aus, aber ich finde, dass er noch mehr Masse hat. Da bin ich nachher beim Check gespannt, was passiert, wenn ich ihn da wirklich hochhole. Durch das Bocken, glaube ich, hat sich schon einiges gelöst, weil er ist viel besser gegangen. Ich soll ihn jetzt hier schön schrubbeln. Oh, das juckelt schön. Was man jetzt wirklich merkt, er fordert mich auf, dass ich hier seine Oberlippe richtig kratze und jucke. Da, glaube ich, müssen wir irgendwie beigehen. Vielleicht ist das mit ein Schlüssel von dem Ganzen. Ja, es ist natürlich wirklich fremde Pferde, Hengst. Da ist man natürlich vom
vom Gehirn immer so ein bisschen geprägt, finde ich. Kannst du mir den Strick geben? Das ist schon der Hammer. Da steht also eine Stute nebenan und der macht überhaupt gar nicht irgendwelche queren Anstalten. Das hast du aber richtig toll gemacht. Richtig, richtig toll. Müssen wir das denn, ne? Das ist das, was ich meine. Also er ist immer am Reiben und am Machen und am Tun. Und jetzt kennen wir beide uns schon ein bisschen, ne? Jetzt weißt du schon, dass ich nicht böse bin. Ne? Ja. Du kannst dich ein bisschen wälzen. Ganz, ganz fein. Er ist heute viel, viel frischer gegangen als gestern. Er war aktiver mit der Hinterhand. Hat sich natürlich auch wirklich ausgebockt hier eben gerade. Das macht schon immer viel aus. Jetzt bin ich gespannt, wie es weitergeht. Also das erste war jetzt super. So, hallo. Na, hast du Bock? Aber hier ist jetzt gerade eine riesen Pfütze. Können wir da trotzdem durchgehen? Och, die andere kriegt jetzt schon Stress, Schoki. Hä? Nur weil ich andeute, dich mitzunehmen. Klasse. So ist schön. Ganz in Ruhe. Prima machst du das. Klasse. Oh, da steht noch ein Hufschmied rum. Ja, du stehst aber unter Strom. Ne? Fein. Ja, wir sind heile hier im Stall angekommen. Es ist wirklich, ja, wenn man ein Pferd nicht kennt, dann auch noch so ein Monster, also mit so einem Monsterhals und alles neben sich herführt. Und der kann, theoretisch gesehen, kann der machen, was er will. So, und ich habe jetzt schon heute Morgen festgestellt, dass er sehr empfindlich ist, auf seinen Nasenrücken sehr empfindlich, was das Maulinnere angeht. Und versuche jetzt, wenn er irgendwas macht, nicht jetzt am Halfter zu rücken, sondern ihn vielleicht einfach durch einen Schlag an der Brust oder so zu sagen, ey, das möchte ich nicht, damit ich ihn da einfach nicht so viel attackieren muss. Ja, jetzt bin ich gespannt, was passiert. Wir haben ein kleines Viereck auf dem Reitplatz abgesteckt, wo Vicky außen in Runde traben wird, auch galoppieren wird. Und ich möchte ihn ganz gerne an der Doppellonge innerhalb dieses Vierecks haben. Wird mal gucken, was passiert. Ja, wir sind hier jetzt so in unserem sicheren Bereich, in Anführungsstrichelchen, weil das Wetter ist natürlich fantastisch für Flatterband. Das macht er richtig gut. Und der Sinn ist eigentlich, dass ich ihn immer ein Stückchen weiter da rankriege und Vicky außenrum zugeht. Und hier sind zwei enge Passagen drin, ja, wo er letztendlich Vicky als entgegenkommendes Pferd hat. So, und ich werde ihn jetzt hier einfach versuchen, drin zu arbeiten. Ich habe die Doppellonge jetzt nicht so verschnallt, dass ich hier drin jetzt mobile Handwechsel machen kann. Ich weiß ja nicht, inwieweit er jetzt diese Doppellonge kennt. Ich werde natürlich auch die Momente nutzen, wo Vicky da in der Gasse ist. Fein, guck mal. Klasse, das finde ich super, machst du das. Prima. Ja, weiter, weiter, weiter. Sehr gut. Ah, toll. Prima machst du das. Klasse. Ganz toll. Aber man sieht schon, er rollt sich ein. Härtebedingungen hier. Hufschmied ist auch am Meer werkeln, am Klopfen. Der Brenner ist an. Das Flatterband ist hier. Also richtig toll. Ah ja, Vicky kommt in Trab. Jetzt bin ich gleich gespannt. Ja, 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 ja. Das ist auch fies, ne? Ja, 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 ja. So, gut so. Gut so. Guck mal, Campi geht ganz in Ruhe da lang. Siehst du? Und scheret. So, ist wunderbar für ihn. Hopp, hopp. Fein, super. Prima machst du das. Super. Jeld macht auch unter schwierigsten Wetterbedingungen gut mit. Das lässt hoffen, dass ein neuer Trainingsansatz für Pferd und Reiter erarbeitet werden kann. Guck mal, toll machst du das. So, und ich bin mir gar nicht sicher, jetzt gerade, ob das wirklich jetzt das Pferd ist, das Flatterband ist oder ob das auch wirklich diese annehmenden Hilfen am Gebiss sind.
Jawohl. Tee, hopp. Hopp, hopp. Super machst du das. Komm. Hopp, hopp. Peter, komm, ja fein. Hopp, hopp, hopp. Hopp, hopp. Super. Hopp, hopp. Jawohl. Bleiben. Kannst du noch mal andersrum kommen? Ja, toll machst du das. Hopp, hopp. Hopp. Ganz toll machst du das. Hopp. So, und was man jetzt ganz schön sieht, ist eigentlich, dass der Rücken wirklich immer in Hängerückenposition ist. Dadurch, dass er sich da natürlich so aufbaut. Fein. Auch nicht wirklich nach außen driftet, wenn ich hier auf ihn zukomme. Hopp, hopp. Was ich jetzt aber gar nicht feststellen kann, ist, dass er, kommt, hopp, hopp, dass er sich da dran stört, wenn Campi hier jetzt in eine Runde galoppiert. Super gemacht. Und Schritt. Und halt, klasse, super machst du das. Und das Schubbern geht wieder los, ne? Hast du vielleicht was in den Nasennebenhöhlen oder so? Mach mal raus aus dem Maul. Mach mal raus aus dem Maul, hallo. So. Komm her, ja, komm her. So, so. Und los geht's. Ah ja, ich merke hier jetzt schon den Unterschied, dass er hier auf der rechten Hand nicht so weich in der Stellung ist wie auf der linken Hand. Ganz leichte Impulse hier innen an der Leine. Ganz leicht. So. So, und das ist jetzt für ihn natürlich erstmal Rennen. Ganz klar. Aber ich gucke jetzt erstmal auf die Hinterhand. Ich möchte, dass er mindestens reinfußt oder sogar drüber. Und jetzt sieht man schon, bietet er sich in die Tiefe an eben gerade. Ja, weil ich möchte ganz gerne, dass der Rücken wirklich aktiv werden muss. So, rechte Hand. Linke Hand hat er eben gar nicht gehustet. Zumindest nicht so präsent. Komm, rechte Hand macht er sich fest, fängt an zu husten. Und fängt an zu schleimen. Also zu schleimen im Sinne von Speichel. Komm, komm, komm. Oh, klasse. Super. Komm, vorwärts, komm. Hopp. Ja, super. So, jetzt hat er sich schon mal einmal innen weich gemacht. Das finde ich richtig gut. Hopp, hopp. Hopp, hopp. Ah, ich glaube, einer ist fertig. So, ich habe ihn jetzt so verschnallt, dass die Longe auch gleich hinter ihn kommt. Ich will hoffen, dass er das kennt. Vicky kann sich schon mal anschnallen. Weil dann habe ich halt einfach die Möglichkeit, wirklich auf Handwechsel. Hopp, fein, gut so. Prima machst du das. So, komm mal. Hopp, hopp. Scheint er zu kennen. Sehr gut. So ist klasse, prima. So schön. Hm, komm her, ich behalte dich mal ein bisschen in Außenstellung. Ah, ah, ah. Lauf rechts. Sehr schön. Hopp. Toll. Sag mal, kannst du noch mal traben? Ja, ja, komm, wir wollen hier schon dicht dran. Klasse. Fein. Es stört ihn gar nicht, wenn Campi da dran lang trabt. Das finde ich richtig toll. So. Und Tee, ja? So, einmal nicht aufgepasst. Fein. Gut so. So, man sieht richtig, er will gar nicht ran ans Gebiss. Er hält es immer so, dass die Zügel durchhängen. Oder halt den Kopf hochnimmt. Toll. Hopp. Ja. Und jetzt sieht man schon, er macht das Maul, hat da eben einmal ein bisschen aufgemacht.
Und da kommt wirklich so ein Schaumwulst raus. Das habe ich eben schon kommen sehen. Weil er hat wirklich am Gebiss gekaut, hat das Maul aufgemacht und dann kam da richtig so eine Schaumblase raus. Und ich habe mir gedacht, wenn er jetzt husten muss, dann ist es der Schaum. Und bis das denn da unten ankommt, das Maul ist ja nun groß, ist das doch eine ganze Menge. Ein richtig toller, großer bist du. So, komm mal her, jetzt müssen wir das mal irgendwie so hinkriegen, dass ich dich hier noch anständig verschnallen kann, ne? Ja. Ja, guck mal. So. Wow. Toll, toll, toll. Ganz fein hast du das gemacht. Ganz, ganz fein. Ganz fein. Ja, du willst was haben, ne? Das denke ich mir. Wenn man gut arbeitet, kriegt man ja auch was, ne? Vielleicht können wir das ja so machen. Wenn wir entspannt in den Stall gehen können und wir im Stand in den Stall sind. Sieht doch schon entspannter aus als der Hinweg. So, klasse. Super machst du das. Prima. Gut so. So schön. Na komm mal hier. Na komm mal mit rum. Was man richtig schön sehen kann, ist, dass es hier wirklich steil abfällt. Und ab hier, wenn ich jetzt die letzte Rippe verfolgen würde, wäre ich wahrscheinlich fast bei BWK 18, also Übergang zur Lendenwirbelsäule, verschwindet die ganze Wirbelsäule. Bis hierhin sind die Dornfortsätze oben, ab da sind sie unten. Sind sie wirklich runtergedrückt und hängen fest. Und das ist natürlich dann ganz schwer für die Pferde, dass sie hinten mit der Hinterhand untertreten, dass sie also raumgreifend gehen, dass sie durchschwingen und den Reiter sitzen lassen. Ich vermute einfach mal, dass der Sattel da zu Ende ist, dass also wirklich der Schwung von der Hinterhand am Ende des Sattels gebremst wird, blockiert wird und es irgendwo so einen Stau gibt. Und das werden wir jetzt gleich sehen, wenn wir den Sattel drauflegen. Dann habe ich ja eben gerade eine nette Dusche gekriegt von ihm. Das kam wirklich aus seinem Maul. Das ist jetzt alles ganz nass bei mir hier. So viel Flüssigkeit ist da wirklich drin. So, und man sieht auch richtig, wenn er sich umdreht, dass das mittlere Stück der Wirbelsäule wirklich steif bleibt. Es gibt richtig Falten in der Seite. Man konnte mir gar nicht vorstellen, dass diese Kammerweite hier auf ihm passt. Die sieht jetzt gar nicht so breit aus. Ersten Backenzähne, wo ich dran komme, sind zumindest auf der rechten Seite deutlich scharfkantig. Sieht ein bisschen komisch aus jetzt hier oben mit deiner zurückgesteckten Locke. Hä? Da fühlt es sich gut an. Linke Seite. Darf ich auf rechte Seite auch fühlen? Ich habe ja schon irgendwie so das Gefühl, dass du die rechte Seite nicht so toll findest. Ganaschen sind ganz leicht dick, das hatte sie aber schon gesagt. Ah ja, hier der Kehlkopf eben gerade im Schluckakt. Dann so ein echt dicker, fetter Kragen. Ja. Und das andere ist alles relativ schmal. Und ich bilde mir jetzt auch ein, tut gut, ne? Ich bilde mir jetzt auch ein, dass er in den Flanken einfällt. Ja, hier sieht man ganz schön Abdrücke. Hier hinten, so schön gebogen. Ich vermute mal, ich male die jetzt einfach mal hier so ein bisschen an. Ich habe sogar eine Idee. So, also dieser Part hier, der hängt wirklich extrem. Und was mir jetzt hier auffällt, ist, dass hier wirklich so Schattierungen sind. Das ist genau der Bereich, wo dann auch wirklich die Wirbelsäule, die Wirbelkörper nach unten stecken bleiben. Brustwirbelkörper 18 ist an dem roten Strich. Die Schattierungen sind die gelbe Linie. Ich gehe jetzt mal davon aus, wenn er sich bewegt, weil wenn ich hier durchfahre, merkt man schon, mag er das nicht, dann schiebt das Schulterblatt in diese Richtung und wird den Sattel in diese Position schieben. Also es ist ja wirklich die Wirbelsäule im ungeschützten Zustand, es sei denn, man würde wirklich vorwärts, abwärts gehen. Hier auf der rechten Seite sieht man schon, dass es so hier so fest anliegt, dass ich da gar nicht durchkomme und auch das ganze Gewebe da gar nicht drunter durchpasst. Eine Brücke haben wir in dem Sinne
nicht wirklich. Es ist nur ganz ungleich. Ja, hier ist eine kleine, also ungefähr so in diesem Bereich, aber auch wirklich nur angehaucht. Und hier kommt jetzt Druck und hier ziehe ich sogar den Sattel mit. Rechte Seite. Rechte Seite an der Schulter Druck und rechte Seite auch hinten Druck. Hier oben ist auch der Anschaltpunkt mit für die Lunge. Was heißt Anschaltpunkt? Ein Punkt für die Lunge. Und deswegen können auch schlecht sitzende Sättel, die wirklich auf dieses Lungensegment drücken, Husten provozieren. Ach, die Seite hier hat viel weniger Druck, viel weniger, hat aber leider eine viel größere Brücke. Oh, und nach hinten hin, wie man sieht, ziehe ich den Sattel mit. So, und ich finde auch, dass man das von der Sitzposition schon sieht, dass der Sattel einfach einen ganz anderen Schwung hat wie das Pferd. Sehen, hier sind so die Abdrücke von der Griphose. Das heißt, in diesem Bereich ungefähr treffen die Sitzbeinhöcker auf den Sattel. Und das ist der Hauptbelastungspunkt. Nach unten verfolge, unter den Sattel verfolge, ist das genau auf Brustwirbelkörper 18. Sitzt man da jetzt direkt drauf, ist dieses Segment blockiert, es kann sich nicht frei bewegen und das Pferd reagiert entweder mit Spannung oder mit weniger Untertreten und später dann vielleicht auch mit Schädigungen in anderen Gelenken, weil halt einfach natürlich die anderen Gelenke diese Aufgaben versuchen zu übernehmen, aber gar nicht dafür gemacht sind. Wenn wir jetzt zum Beispiel ein Scharniergelenk haben, was die ganze Zeit dreht, dann leiert das natürlich irgendwann aus. Es gibt Verschleißerscheinungen und dann geht der Teufelskreislauf los. Auf der rechten Seite war er viel enger als auf der linken Seite. Wäre jetzt auch noch die Frage, das gucken wir gleich, wenn ich ihn weggebracht habe, ob der Sattel vielleicht schief gepolstert ist, ob er von sich aus schief ist. Ja, er hat ja nun, sage ich mal so, die Problematik, dass er sich festmacht und verspannt, wenn andere Pferde ihnen entgegenkommen. Deswegen ist er eigentlich hier. So, und ich habe jetzt so mehrere Baustellen, wo ich einfach glaube, dass die alle zusammenwirken. Zum einen ist es natürlich sehr viel Speichel, der abgeschluckt werden kann. Und was ich aus dem Gespräch mit der Besitzerin raushören konnte, ist, dass er auch auf einer Seite das Gaumensegel schlaff hat. Das heißt also, dann wird es natürlich schwer, wenn Stresssituationen kommen, wenn Engwehren in der Ganasche dazukommt oder vielleicht das Anspannen von Unterhaltsmuskulatur, wird dieser ganze Schluckapparat mit Kehlkopf und sowas blockiert. Wenn er dann über die Oberlinie noch kommt, der Sattel noch doller drückt als vorher wegen Brückenbildung und Belastung ganz weit hinten, alles kombiniert, dann kann ich mir vorstellen, ist es vielleicht schon das Problem, dass wenn andere Pferde vorbeikommen, er schon Stress hat, wie man aber sieht, damit umgehen kann, wenn die anderen Komponenten nicht hinzukommen. Der Sattel anfängt zu drücken, weil der Rücken einfach ein bisschen weggedrückt wird, geht ja wirklich ein Teufelskreislauf los. Und ich glaube fast, dass das hier der Fall ist. Ja, hier ist eine dicke Beule drunter. Das heißt also, die Kaumuskulatur, die ist hier in diesem Bereich sehr verspannt. Mensch, 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 darf ich, ohne dass du mich beißt? Eieiei. Ja, der ist ganz, ganz scharf. Es ist viel Speichel da. Also die Zähne, die ich fühlen kann, sind sehr, sehr scharf. Es sind meistens so die ersten Backenzähne, die halt einfach kommen, wenn das Gebiss drin liegt und wenn man nach oben geht, sind auf der Außenseite sehr scharf. Das heißt, die werden höchstwahrscheinlich die Schleimhaut, also die Wangeninnenseite, ordentlich scheuern. Nicht nur beim Reiten mit Gebiss, ohne Gebiss, sondern ja auch beim Fressen. Aber auch ganz starke Probleme am Kappzaum machen, weil der Kappzaum in der Regel ja relativ eng geschnallt wird um die Nase, einfach damit ein Verrutschen oben auf dem Nasenrücken nicht stattfindet und man wirklich sauber über die Genickstellung arbeiten kann, über den Nasenrücken. Und
dann wird auch alles aufeinander gedrückt. War so entspannt, dass du sogar schön ausschachtest, ne? Ja, jetzt ist sogar schönes Wetter, wenn du raus kannst. Komm her, ich mach dir mal dein Deckchen drauf. Dann kannst du dich noch ein bisschen austoben draußen, ne? Gehen wir diesmal entspannt dahin oder ist es wieder so wie der Weg hierher? So, es würde so ein bisschen erklären, warum er auch an der Doppellonge und auch im normalen Laufen rechts eine schlechtere Hand hat, weil einfach rechts viel mehr Druck vom Sattel kommt. Es sind die Zähne scharf und da merkt man natürlich deutliche Unterschiede. So ist schön. Vorsicht, hier ist eine Pfütze, falls du nicht schmutzig werden willst. Na, der Weg war doch schon ein bisschen entspannter, aber es ist auch wirklich sowas von stürmisch. Überall weht es, überall flattert es, überall klappert es. Und ja, hat er jetzt richtig toll gemacht. Der Hinweg, klar, unter Strom, es ist ein neuer Weg gewesen. Campino war auf dem Platz, das Flatterband ist da schon am Wehen gewesen. Aber gut, das hat man vielleicht mit anderen Pferden auch. Ich bin jetzt richtig zufrieden. Es sind einige Bausteine für mich ganz, ja, eigentlich ganz plausibel schon. Und jetzt ist es meine Aufgabe natürlich der Besitzerin, das ein bisschen zu vermitteln, dass vielleicht gar nicht entgegenkommende Pferde ein großes Problem sind, sondern diese Kettenreaktion, die dann stattfindet. Der Kameramann ist schon richtig schlau, hat gerade einen Einwand gebracht, wie willst du denn morgen das Pferd reiten, wenn der Sattel nur wiegt. Was will man da für ein Ergebnis erreichen? Stimmt eigentlich. Also was ganz deutlich sichtbar ist, ist, dass diese Seite hier viel platter ist, viel flächiger ist. Diese hier ist viel höher. Die ist viel höher, viel praller, auch kürzer an der Auflagefläche. Das sieht man, wenn man von hier, wo ich jetzt stehe, ganz, ganz deutlich. Hier ist auch die linke Seite höher. Ne, man sieht das immer ganz schön hier an den Fingern, ob die wirklich parallel sind. Und in dem Moment, wo er links ein bisschen höher ist, kippt er von der Belastung her. Wenn er links höher ist, kippt er von der Belastung her nach rechts. Es gibt natürlich trotzdem ganz viel Druck auf der linken Seite, aber der Reiter, der wird ganz viel nach rechts gesetzt. Dann ist die Stellung nach rechts und die Biegung nach rechts ziemlich stark eingegrenzt. Und wie es mit dem Friesenhengst weitergeht, wird im zweiten Teil gezeigt. Für ganz Ungeduldige stehen neue Filme schon vorab im Kanalmitgliedsbereich zur Verfügung. Auch kann man dort viele Fälle in der Uncut-Version sehen und jetzt ganz neu auch Tutorials und Podcasts zum Nachreiten und Ausbilden von Pferden nach Arianes Reitweise. Wir wünschen euch viel Spaß und bis auf bald. Euer Hofeichen-Eck-Team. Turns and fades to black.